Okay? Taniyotoshi als Konterwurf. Wichtig dabei, sich zu merken, Taniyotoshi als Konter ist kein Wurf gerade nach hinten. Wenn ich Taniyotoshi als Angriffswurf benutze, dann kann ich ruhig ihn hier gerade nach hinten über seine Füße stürzen. Oder wenn ich ihn vorher mit einer Finte mache, dann kann ich ihn schön gerade nach hinten werfen. Als Konterwurf ihn versuchen, gerade nach hinten zu werfen, ist meistens sehr schwer. Will man einen Sionage ein? Seine Tendenz ist, er will nur nach vorne. Mit aller Kraft geht er nach vorne. Wenn ich versuche, gerade nach hinten zu gehen, dann gewinnt der, der mehr Kraft hat. Weil wir genau in entgegengesetzte Richtungen arbeiten. Wenn ich viel Kraft habe, ist es in Ordnung. Ich gehe leider meistens davon aus, dass mein Gegner auch Kraft hat. Das heißt, wir nehmen mal ein Seil rein. Von hier drücke ich nur so weit, dass ich blocke und nicht fliege. Und jetzt will ich ihn nicht nach da werfen, sondern nach da. Ziemlich gerade zur Seite. Blocken. Schön mit tiefer Hüfte blocken. Und jetzt kippe ich ihn gerade zur Seite weg. Ganz wichtig dabei, wenn er eingedreht hat, ich will nicht hier auf sein Knie und in sein Knie reindrücken. Gefährlich für seine Bänder, sondern ich will ihn hier eher am Unterschenkel rüberstützen.